Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Bevor es denn rausaltert, wollen wir uns mal anschauen. Ihr habt es ja schon im Thumbnail gesehen, wie Krieger hier über sich hinauswachsen können. Also wirklich starker CK hier gegen den Clan. Jetzt muss ich mal schauen, aus welchem Land er kam. Gegen einen Clan aus der Türkei, also Hut ab. Toller Clan hier, starker Angreifer. Und vor allen Dingen hier oben mit dem Enes, jemand, der in der Legendenliga unter den ersten 200 hockt, also da konnte man schon sicher sein. Und ihr seht das hier auch anhand der Sterne, dass die hier oben auch nichts anbrennen lassen haben. Also immer schöne zwei Sterne mit netten Prozenten noch dahinter. Und im oberen Bereich bei den Kollegen aus der Türkei war wirklich alles grün. Im unteren Bereich haben sie ein bisschen geschwächelt und das hat letztendlich den Ausschlag gegeben, dass wir relativ gut verteidigt haben in den Bereichen und haben, sonst wäre das Ergebnis nicht so, im oberen Bereich. Ja, selbst hier, ihr seht es, hier konnte noch was aufbleiben, weil wir hier unten zugemacht haben. Also etliches an 10er ist hier gefallen. Und das ist natürlich wirklich, wirklich nice. Ich glaube, die Angriffe, diese hier, ich muss mal eben schauen, das waren, ah doch, das ist doch ein RH9 Angriff hier. Dann gucken wir uns den von Jennek auch an. 4 Angriffe haben wir in diesem CK ja schon von mir gesehen. Die habe ich ja live gemacht in der Folge von, ich glaube, vorgestern war es. Und diese hier habe ich jetzt allerdings auch noch nicht gesehen. Wir sehen ja so eine typische Farmbase. Nehmt die nicht, Leute, wer so eine im CK hat. Also besser nicht nehmen. Denn für gute Angreifer ist das hier wirklich nichts im CK. Und der Jennek ist hier ein guter Angreifer. Mit Golalun geht er hier rein. Und ich denke mal, sein Ziel war, mindestens ein, zwei Lars in der Mitte mitzunehmen und vielleicht den einen oder anderen X-Bogen schon mal. Plus vielleicht ein Tesla. Denn die anderen beiden Lars oben sind so weit auseinander, dass sie sich nicht überschneiden. Das ist immer optimal für einen Golalun, dass sich die Loons, die Lars nicht überschneiden, sodass eigentlich die Hunde nur von einer Lar Beschuss bekommen und nicht gleichzeitig von zweien. Also das ist dann optimal gelaufen hier. Und jetzt fliegen die auch auf den auf die zweite La noch hinzu. Also das ist wirklich gut und das ist eine super Base eigentlich für so eine Taktik hier. Da müsst ihr selber mal schauen, wenn ihr diese Taktiken hier anwendet oder auch übt. Wir sind damit ja auch nicht geboren, sondern haben uns das Ganze mehr oder weniger angeeignet. Dann müsst ihr mal schauen, wie stehen gerade so bei den Luftangriffen, wie stehen die Lars, sind die schön weit weg, überschneiden die sich nicht, dann kommt ihr in der Regel mit solchen Angriffen hier immer relativ weit. Aber schön gemacht hier vom Jennek und ja, der Krieg war auch sehr stark auf Augenhöhe. Also ihr seht das hier unten, RH9 startet auch der Gegner. Wir starten ja immer mit RH9 hier im True Warriors Clan, also nicht mit RH8 oder drunter. So, die haben wir schon gesehen, die könnt ihr im Video anschauen. Das ist mein letztes Live-Video, Absolutely Live hieß es, glaube ich. Und hier unten konnten wir uns dann so ein bisschen was erlauben, nämlich dass wir hier viele, viele Angriffe vor allen Dingen auf die Zehner hier hatten. Und wir sehen hier einen Angriff von Hank, habe ich auch so in der Form auf die Base noch nicht gesehen. Die meisten kommen meistens von ich sag mal, über diese Lager hier unten rein. Und Hank geht eigentlich diesmal so rein, wie der Gegner das eigentlich gerne möchte, nämlich über dieses große Quadrat hier. Und fängt aber erstmal ganz behende mit einem Queen Walk an. Jetzt kommen schon die Clan-Druck-Truppen da raus. Mit ja, relativ klassisch für den RH10-Bereich. Ein Babydrachen, eine Hexe und dann noch irgendwas im Gepäck oder manchmal auch zwei Hexen. Aber die sind natürlich fürchterlich schnell weggegiftet. Ja, ich weiß nicht, ob man da nach wie vor drauf setzt auf die Hexen. Oder ob man sich nicht lieber sagt, ich nehme lieber stärkere Truppen mit rein, von mir aus ein Drachen und ein Babydrachen, denn die schießen erstmal auf alles und lassen sich auch nicht ganz so schnell weggiften wie die Hexen, denn die halten ja nun gar nichts aus. Und die Skellies spawnen vielleicht einmal danach und dann war es das aber auch. Und gegen starke Angreifer, ja, da hast du mit so einer CB überhaupt keine Chance. So, hier löst er schon mal schön eine Riesenbombe aus und kommt jetzt hier mit Mass-Valkyren rein. Habe ich auch schon länger nicht gesehen. Sie sind nicht mehr der Heilsbringer im RH10-Bereich, aber was ihm sicherlich zugute kam bei diesem Angriff hier,
Single Inferno. Ein Single Inferno dabei, ich glaube, der andere stand auf Multi. Und das ist natürlich optimal, denn die müssen immer neu anpeilen und sind dementsprechend, ja, ich will nicht sagen, dann schwach in der Deckung, aber schön hier den Halshauer in die Mitte nochmal gezogen für die Walküren, dass die sich ihren Weg nach wie vor hier durch die Def weiter durchbohren. Und super gemacht auch an der Stelle. Ja, also echt starker Angriff hier vom Hank, kann man nicht anders sagen. Hat er gut gemacht. Und hier unten ist dann natürlich auch nicht mehr so die Supermasse an Def. Queen ist noch voll da und oben sind noch ein paar Walküren. Hier unten tankt noch ein Riese für die Walküren hier, das ist natürlich optimal. Und jetzt hat er die Queen. Ah nee, die Queen war schon gezündet, Entschuldigung. Aber schönes Ding hier, jetzt kommen noch so ein paar vereinzelte Walküren hier rein. Und die tanken jetzt teilweise für die Queen hier, was auch nicht schlecht ist, aber jetzt ist kaum noch Beschuss da für die Queen. Hinten der Bogenschützenturm ist auch unten. Also echt stark gemacht hier. Toller Angriff, kann man nicht anders sagen. War wirklich, wirklich gut. Also am Ende haben dann, wie gesagt, unsere Leute echt die letzten Sterne hier rausgeholt. Denn wir haben echt gedacht, das wird nochmal eine ganz enge Kiste hier. Und mussten hier wieder alles auf eine Karte setzen, dass es dann überhaupt zu so einem Ergebnis kam. Aber irgendwann, denke ich mal, hat dann der Gegner auch resigniert und hat ja die restlichen Angriffe nicht mehr unbedingt gemacht. Hier haben wir, das war ja die Base, die ich mit meinem RH10 als erstes angegriffen habe. Und hier hat der Gara nochmal nachgelegt und ihr seht das unten mit 9 Hocks. Und ich glaube, er hatte auch noch ein paar Hocks in der Clan-Buch, ich bin mir nicht ganz sicher. Also hier RH11 auf RH10. Ist ja auch nicht immer einfach, da kann es auch mal dumm laufen. Ja, ihr seht das, die Queen kriegt auch ganz nett Beschuss hier, auch wenn es schon eine 41er Queen unter Heil ist. Also na, wenn hier unglücklich ein Feger steht, der die ganze Zeit die Heiler wegboostet, dann kommst du hier so gut auch nicht mehr durch. Und der Gara macht das aber hier wirklich, wirklich spitze. Und irgendwann musst du natürlich mit deinem anderen Truppen rein, denn so ab 2 Minuten, ich sag mal so eine Minute Queen Walk, da musst du auch die restlichen 2 Minuten jetzt was reinkommen, denn sonst läuft ja am Ende die Zeit weg. Ist einfach so, macht er aber auch gleich. Er kommt jetzt gleich hier mit seinen Golem und den Walküren rein. Ich musste mal schauen, das war glaube ich auf einer ganz, ganz anderen Seite, aber das weiß ich gar nicht mehr so genau. Jetzt kommt aber erstmal die typische Clanburg. Okay, hier war mal ein Loon mit dabei. Kann man ja auch mal machen. Aber ihr seht, dass hier die Hexen keine Chance. So, jetzt fängt er hier an zu funneln. Mit Bolern, ein paar Magiern und den King. Genau gegen die King-Seite. Die Queen vom Gegner liegt ja bzw. taumelt hier rechts schon rum. Und mal schauen, wie er hier gefunnelt hat. Ah, schöner Funnel hier. Mit den Bolern, den Riesen jetzt. Und auch dem King. Okay, der Golem ist jetzt ein bisschen unglücklich da an der Mauer. Aber ist nicht so schlimm. Ich denke, er funnelt jetzt erstmal ein bisschen weiter, aber ja, das ist dann immer sehr überraschend. So, und auch für mich immer überraschend, dass dann plötzlich, oh, Mensch, die Queen geht jetzt schon in die Mitte da mit dem Warden. Ist natürlich wirklich super, super krass. Und wenn er die ja jetzt entkernt hat hier, deswegen auch die Hocks, dann hat er nichts mehr großartig, was jetzt die Hocks gefährdet. Inferno sind weg. Ja, und kommt ihr jetzt von der oberen Seite mit den Hocks hier rein, um quasi das Finish hier zu machen an der Stelle. Hat er die Clanburg, ich weiß gar nicht, wo seine Clanburg hier ist. Aber hier jetzt schön mit den 7er Heilzauber. Ich habe es jetzt auch auf 7, habe die noch gar nicht genutzt. Ich muss das auch mal checken, wie gut dieser Heilzauber jetzt eigentlich ist. Gerade mit den Hocks hier ist echt eine gute Idee, die am Ende nochmal zu bringen. Denn die dann nochmal in Heilung zu kriegen, weil ja wirklich, wenn die Infernos weg sind, dann hast du hier eigentlich alle Optionen nochmal deine Truppen gut durchzuheilen und kommt jetzt von unten schon mit 2 Magiern noch zum Cleanup. Aber wirklich sauberer Angriff hier. Schöner, ja, was ist es eigentlich? Schöner Packerwalk, schöner Queenwalk mit allerlei. Also mit Walküren, mit Golem, mit Riesen dabei. Ah, Riesen und Bola waren in der Clanburg. Okay. Also toll gemacht hier. Das waren so die Kämpfe hier dann auch schon relativ weit zum Ende hier. Ich muss mal eben schauen, wo ich noch Kämpfe hier erwische. Ich werde heute auch wieder aus dem ganz oberen Bereich welche zeigen. Das ist übrigens meine alte Base. Nehmt die nicht. Die hält nicht. Vor allen Dingen nicht gegen solche Hockers. Und ich hatte die auch eine lange Zeit, bis sie irgendwann mal 3 kassiert hat vom 10er. Dann habe ich die getauscht.
denn ja, die ist zu sehr offensichtlich. Du kannst beide Infernos in der Mitte auf einmal frosten und der Hocke macht hier einen Laloon-Angriff, also vorweg mit den Helden, mit ein paar Bolern, Warden hinten mit dran und hat jetzt auch schon zwei Laser oben gepackt, also es ist optimal. Der eine oder andere Bogenschützenturm schon mit weg. Zwei X-Bogen sind auch schon down. Ah, dann hast du auch in der Base jetzt nicht mehr so super viel, was ihr tankt. Aber er schickt jetzt drei Hunde zum Tanken erstmal auf die La. Und unten auch, man hat es gerade gesehen, Single Inferno drin. Tut den Hunden zwar sehr weh, aber tut natürlich den Loons nicht so sehr weh. Also muss man immer so eine gesunde Mischung finden. Die fliegen natürlich jetzt weiter auf die La. Und jetzt ist der Single Inferno schon mal Essig. Und auch da der Multi ist weg. Ja, und dann ist das Ganze eigentlich hier nur noch abräumen. Guck mal, die beiden Hunde da tanken ganz behende. Alles, was hier noch quasi auf Lufttruppen schießt. Und so, ja, ist das echt ein starker Drei-Sterner dann. Also nehmt diese Base nicht. Wer mal versehentlich eine von mir nachgebaut hat aus den CKs, die ist nicht gut. Die hält nicht. Man sieht das ja. Also auch tolles Ding hier von Hocke. Hat echt wieder Spaß gemacht hier, vor allen Dingen das Ende, weil wir wirklich auf die letzte Stunde nochmal so richtig was rausgeholt haben hier. Und wir kommen gleich auch schon in den zweistelligen Bereich, aber hier haben wir nochmal einen Drei-Stern von RH11 auf RH11, also auch starke Base hier. Ah, Inferno ist noch auf 3, also da muss der Kollege noch ein bisschen nachlegen. Vielleicht auch noch nicht so lange auf 11. Ich bin da ja noch sehr unerfahren. Was baut man da eigentlich als erstes? Und wo ist die Priorität drauf? Ja, was muss als erstes unbedingt fertig sein? Denn hier, so wie es aussieht, so ein bisschen nach den Mauern zu urteilen, der vierte X-Bogen ist noch auf 1, ist der sicherlich noch nicht so lange RH11 hier. Aber wie gesagt, die haben ja auch gut angegriffen und das hat uns auch gut zugesetzt. Also wie gesagt, oben die haben nichts anbrennen lassen. Also da konntest du quasi von ausgehen, als die anfingen, das werden zwei. Ja, denn echt starke Angreifer und ja, so hier und da haben sie ein bisschen Pech gehabt, immer auch mal viele Prozente geholt, 88, 94 und dann fehlte einfach immer noch so ein kleines bisschen so das Quäntchen Glück dann zum Drei-Sterner, aber wirklich schön gemacht und ich wollte auf das auf jeden Fall euch heute zeigen, damit mir der CK hier nicht aus dem Ruder geht, denn im Moment zeige ich ja doch so ein paar andere Folgen tatsächlich zwischendurch mal die Geschichte da in der Titan League. Ist ja jetzt erstmal Geschichte, ich bin drin. Ich habe mich da jetzt festgefressen. Der Stream von gestern Abend und ja, hat mich auch wieder super gefreut. War ein toller Abend, die Leute waren alle gut drauf und ich habe ja extrem spät angefangen. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ich habe meinem Nachbarn versprochen, dass ich seine Hühner in die Ställe bringe und dass die gehen dann halt erst so um 8:30, 9:30 dann so mal ganz behende da rein und ich musste dann auch in ein Gehege musste ich mit rein mit jungen Küken, die hatten nämlich überhaupt keinen Bock in ihr Nest zu gehen, aber als die Mutter Klucke dann endlich in den kleinen Bau war, sind die dann alle gefolgt, zwei musste ich noch einfangen, die hatten überhaupt keinen Bock zum Pennen und deswegen ist das sehr spät mit mir geworden, aber schönes Ding hier von Max auf die Nummer 6. Ich denke, das tat der Sache aber keinen Abbruch, denn wir haben ja dann doch noch schöne 2,5 Stunden gestreamt. Das war so 10:30 bis 12 dann. Irgendeine Deadline muss ich mir dann natürlich an der Stelle auch immer setzen. Klar, könnte ich mich dann auch bis 1 hier hinsetzen oder bis 2. Meistens bin ich ja sogar noch so lange auf, gucke noch irgendwo einen Stream oder bereite noch so ein bisschen was nach. So ein bisschen gibt es immer nachzubereiten. Und ich hatte auch wieder blöde Mucke drin. YouTube hat ein Lied mal wieder von mir gesperrt. Und dann dauerte das, bis das Video erstmal rausgerendert ist. Der Song rausgerendert ist, das Video neu gerendert ist. Und. Also, ja, kann man das auch länger machen. Aber ich denke mal, 2,5 Stunden, 3 Stunden länger ertragt ihr mich auch gar nicht. Ja, vielleicht doch. Und ich habe auch krass Abonnenten dazu bekommen. Ey, Leute. Das ist ja schon nicht mehr normal, was auch gestern Abend hier wieder abging mit 200 gleichzeitigen Zuschauern. Also ja, ich mag das natürlich, wenn euch das gefällt, dann gefällt mir das natürlich auch gut. Und immer wieder Ansporn weiterzumachen. Ich weiß auch gar nicht, die viele fragen dann, dass sie mir da Geld spenden wollen. Ich brauche das ja nicht zu machen. Ich habe das nach wie vor nicht eingerichtet bei mir.
Weder in YouTube noch in Twitch, auch wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, aber ich weiß noch nicht, was das für Nutzen für euch hat, denn eigentlich wollt ihr ja auch einen Nutzen davon ziehen. Sicherlich ist das eine nett gemeinte Geste, auch von den Zuschauern, die das dann gerne machen wollen, aber ich hoffe, das gefällt euch auch ohne Spenden hier bei mir. Ah, schönes Ding hier von King Arthur auf die Nummer 3. Hier fehlte noch ein Stern am Ende und aber auch eine fürchterlich schwere Base hier. So eine adrigen Base ist das ja, haben ja sehr viele. Und jetzt kommt er hier mit den Minern. Da muss ich mal wieder ein bisschen reinspulen. Sonst sehen wir die Jungs nämlich nicht. Ja, weil die ja doch öfter mal unter Tage sind. Aber die kriegen hier nochmal richtig Feuer in der Mitte. Und manchmal glaubt man ja, ey, was machen die gerade, ne? Was machen die gerade? Ah, da machen sie das Rathaus. Okay, also alles richtig gemacht. Hier heilt er sie jetzt schon mal, weil nämlich der Inferno nicht alle in sein Heil bzw. in seinen Strahl mehr mit reinkriegt. Und die sind hier jetzt noch am Rand des Heilzaubers, also auch hier an der Stelle alles richtig gemacht. Auch hier in der Mitte immer noch die Miner dabei, ne? Man glaubt man gar nicht. Also ich glaube das manchmal auch nicht. Auch auf 3 rocken die schon richtig gut durch und ich muss dann immer genau hingucken, wo sind die jetzt eigentlich? Wo musst du ein Heil werfen? Ja, nicht, dass du dann heil da wirst, wo die jetzt gerade nicht hinbuddeln. Aber hier jetzt am Magierturm werden die sogar nochmal geheilt. Perfekte Situation hier für so eine Miner-Gang. Ja, dass die einfach nochmal durchgeheilt werden jetzt hier von den Heilern. Die kriegen jetzt zwar ein bisschen Beschuss und werden auch schon die ganze Zeit angeknabbert, aber es macht nichts. Sie haben ja auch fürchterlich viel Healpoints auf 5, mein lieber Mann. Und ihr seht das selber, die Skelette und auch die Luftfalle, wie lange die da jetzt mit zu tun hatten, nur um die Heiler hier wegzukriegen. Okay, jetzt ist die Miner-Gang da alleine und ohne Schutz und hier war die Zeit aus. Also super 85% hier vom Arthur auf die Nummer 3 und das war auch der Arthur hier, aber ich hatte hier noch einen, glaube ich, dazwischen, wie man es natürlich auch machen kann. Ich glaube, das ist hier der Marcel gewesen, das ist der Marcel. Ja, keine schlechte Sache, der Marcel ist bei uns jemand, der seine Helden noch nicht so hoch hat. Also so einen würden wir jetzt leider nicht mehr aufnehmen, denn ihr seht, was hier passieren kann. Der Marcel spielt allerdings jetzt auch schon länger in der Legende. Sicherlich mit dieser Kombi hier und die kann mal gut gehen, aber sie kann auch mal nicht gut gehen. Hier ist es halt mal nicht gut gegangen. Auch das gehört dazu, da machst du halt nur einen Stern. Er versucht natürlich immer hier mit seinen Masse der Truppen und den Warden durch so eine Base durchzumarschieren, um dann nur noch mit den Helden prozentual so ein bisschen nachzulegen. Aber hier war es dann doch eine kleine Ecke zu schwer in der Mitte und jetzt kommt er hier schon mal mit Mauerbrechern oben links rein und will hier jetzt eigentlich so den Rest noch packen, aber man sieht da schon, die werden ja nicht schnurstracks jetzt aufs Rathaus gehen, das ist einfach so, ja, und der Adler ist zwar down, also da von da aus geht keine Gefahr mehr ran hier, aber okay, da lebt noch der Babydrache, den macht jetzt aber der Bogenschützen, die kleine Bogenschützin eben mal weg und dann kommt er mit der Queen noch mal ein kleines Stück von da. Ich denke mal, er hat hier schon die Einsicht gehabt. Ja, die Queen wäre vielleicht, hätte er die Queen da oben nachgeschickt, wäre die vielleicht aufs Rathaus gegangen. Aber ich denke mal, die anderen Sachen wären an der Stelle noch interessanter gewesen. Ja, so bleibt das hier bei einem. Also mit so einem Truppen und etwas kleineren Helden musst du einfach mit dem Hauptteil deiner Truppen schon die 2 Sterne machen oder einen Stern, also Rathaus und ein paar Prozente und die restlichen Prozente holt er sich dann meistens mit seinen Helden. Aber nicht so schlimm. Ich denke mal, cool gewonnen hier. Wir sind auch aktuell ja in einem CK gegen einen deutschen Clan zurzeit. Also nochmal Grüße an unseren jetzigen deutschen Gegner. So ein paar Sachen konnte ich ja gestern Abend schon im Stream zeigen, aber Bock schwer hier die Jungs und Mädels aus dem Clan. Ich glaube, er heißt Stacked Under Giants. Sind wirklich, wirklich stark und sind auch, wie wir es erhofft haben, sind es starke Gegner, weil wenn du starke Gegner hast, dann spielst du meistens auch immer ein kleines Stück besser. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bleibt bei mir dran und ich verbleibe bis in dieser Woche. Euer Toto Flash.